Los geht's! Unterwegs zur Position.
Auf dem Weg! Los geht's! Thank you.
Wo sind denn alle? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gott, die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Neutralisiert. Runter jetzt! Gebiet gesichert. Ich glaube, wir haben sie, Commander.
passieren. Drohne deaktiviert. Ich flicke sie wieder zusammen. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal.
Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von turianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Turianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Turianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Wissen Sie, warum sie sich gegen Sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Turianer auf Pharos. Der Turianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen!
Feuer eröffnen!
gehen Sie vor. Auf den Weg! Tötet sie alle!
Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGenny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGenny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von ExoGenny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Commander Shepard, ich möchte kurz noch einmal mit Ihnen sprechen. Hallo nochmal, Commander. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Durch Ihre Hilfe bei der Story um das Verbrechersyndikat hat mir mein Verleger viel größere Unterstützung zugesagt. Ich investigiere das Arbeitsumfeld der Raumlotsen und könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen. Klingt nicht so aufregend wie ein Korruptionsskandal. Aber dabei ist es viel wichtiger. Hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern um die öffentliche Sicherheit. Ich hörte, dass die Raumlotsen so überarbeitet sind, dass sie selbst eine Gefahr darstellen. Ich komme nicht in den Kontrollraum, aber Sie. Wenn Sie dort eine Wanze anbringen können, habe ich eine Story. Was glauben Sie, wird Ihre Story bewirken? Im besten Fall werden die Arbeitsbedingungen der Raumlotsen verbessert, neue Lotsen eingestellt und modernere Systeme installiert. Der Rat ist bis jetzt nicht gewillt, für solche Verbesserungen zu bezahlen. Durch die Story üben wir Druck aus. Welche Art Daten liefert Ihnen diese Wanze? Nur Audio- und Videoaufzeichnungen. Ich will nicht in das Kontrollsystem eindringen, falls Ihnen das Sorgen macht. Ich muss nur hören und sehen, was die Lotsen tun, um mir einen Eindruck ihrer Arbeit zu verschaffen. Alle wissen, dass die Raumlotsen überarbeitet sind. Wo ist da die Story? Es gibt einen Unterschied zwischen Überarbeitung und Gefährdung. Im letzten Jahrhundert hat der Raumverkehr im Bereich der Zitadelle um 300% zugenommen. Aber die Personalstärke der Lotsen wurde nicht entsprechend erhöht. Wir haben jede Woche schon eine ganze Reihe Landeabbrüche. Schon bald wird es eine Katastrophe geben. Könnte diese Wanze auch andere Verkehrssignale stören? Auf keinen Fall. Ich habe sie so einstellen lassen, dass die benutzte Frequenz keine anderen Signale stört. Ich werde nichts versprechen, aber sehen, was sich machen lässt. Geben Sie mir die Wanze. Fantastisch! Bitte bringen Sie sie auf einem Terminal mit guter Übersicht über den Bereich an. Danke noch einmal für Ihre wertvolle Hilfe. Auf lange Sicht wird diese Story Leben retten können.
Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Ich habe die Leiche Ihres Bruders gefunden. Sein Schiff war von Piraten angegriffen worden. Willem ist tot? Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Als der Kontakt zu seinem Schiff abriss, wusste ich es instinktiv. Aber ich hatte trotzdem gehofft, er würde noch am Leben sein. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Es ist immer besser zu wissen, was passiert ist. So heißt es doch immer, oder? Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. War kein Problem. Viel Glück mit der Story. Das wird die Leute sehr interessieren. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Vielleicht können so ein paar Leben gerettet werden. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. Ich wurde erzogen, die Kroganer als blutdürstige Schurken zu sehen. Aber sie überraschen mich, Rex. Sie sind anders. Der Genophage ist weitaus besser zu verkraften, wenn alle Kroganer wilde Monster sind, nicht wahr? Warum gehen Sie nicht zurück auf die Normandie? Wenn Sie hier in der realen Welt bleiben, könnten Sie sonst noch etwas lernen. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Musik.
Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Druck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination Logbuch. Kommandant ist an Land. Wäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das ist weit genug. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Niemand nimmt mir die Waffe weg. Laden und anlegen. Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Ich zähle bis drei, dann liefern Sie Ihre Waffen ab. Eins, zwei, drei... Captain Matsuo, zurück mit Ihnen! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Verschwinden Sie von hier. Ich bin sicher, dass Parasini-San all Ihre Fragen beantworten wird. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anolés Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andokbucht. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen.
Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Benesia? Ist sie hier? Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Wir haben schon über Sie gesprochen. Aber die Dinge ändern sich, wenn es ernst wird. Wenn es heißt, Sie oder ich, wen würden Sie erschießen? Ich habe das, was ich gesagt habe, auch so gemeint. Sie hat falsch gehandelt. Wenn Sie sich sicherer fühlen, wenn ich auf der Normandy bleibe, dann bleibe ich hier. Aber ich würde Sie gern sehen. Vielleicht kann ich Sie überreden, friedlich mitzukommen. Das ist eher unwahrscheinlich, aber Sie können es versuchen. Danke, Shepard. Das bedeutet mir sehr viel. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Sicher, wie Sie meinen. Das ist ein Geschäft, nicht wahr? Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Sicher, wie Sie meinen. Das ist ein Geschäft, nicht wahr? Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt. Diese Person. Sicher, wie Sie meinen. Natürlich. Verzeihung. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Han-Shan-Raumhafen besucht. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde diese Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben. Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor,
anonym zu bleiben. Es wäre töricht, dies zu tun, ohne zu wissen, ob ich damit nicht meinen Feinden helfe. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Ist Ihnen die Dringlichkeit bewusst? Die Verzögerung sorgt für einige Unruhe. Ich habe kein Problem damit. Diese Person dankt dem Spectre untertänigst. Das Paket wird zu ihrem Schiff gebracht. Sie müssen es dieser Person bloßbringen. Bitte erwähnen Sie das vor Administrator Anoleis nicht. Er würde sonst nur Gebühren erheben. Kann diese Person Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, Binhex und SynIQ. Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde. Organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der 4 vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Ich möchte mit Anoleis reden. Einen Moment bitte. Mr. Anoleis? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Ich
Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Opold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Werden Sie ihn verhaften? Prozesse werden hier nicht gern gesehen. Sie machen die Aktionäre nervös. Wahrscheinlich lassen wir ihn einfach laufen. Natürlich kommt er bei den Firmen hier auf die schwarze Liste. Was würden Sie für mich tun? Ich würde Sie entschädigen. Die genaue Summe hängt von der Schwere von Opolds Vergehen ab. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Ich bin schon weg. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein... Dutzend dringende Nachrichten. Mr. Anulais ist nicht der Einzige, der... Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anulais. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anulais ist nicht der Einzige, der Hanshan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Thank you.
Sind Sie hier, um mir Opols Paket zu geben? Ja, ich habe es bei mir. Ich bin kein Waffenexperte, aber dies scheint ein fortschrittliches Gerät zu sein. Wurde bestimmt geschmuggelt. Gut, dass es den Käufer gar nicht erst erreicht hat. Wie dankbar sind Sie? Ich kann Ihnen 200 Credits und einen Pass geben, mit dem Sie Hanshan verlassen können. Aber natürlich nur, wenn wir uns vorher einig sind. Sie können Gipfel 15 aufsuchen und mit Lady Benesia reden. Wenn Sie Ärger machen oder man Sie bittet zu gehen, dann werden Sie diese Welt verlassen. Sie wissen, dass das eine gefährliche Waffe ist. Sie sollte sicher verwahrt werden. Ich sollte sie konfiszieren. Natürlich, das ergibt alles Sinn. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Es wäre am besten, wenn Sie sie behalten. Wenn das alles war, würde ich gern wieder an die Arbeit gehen. Ich bin schon weg. Gut. Ein Dutzend dringende Nachrichten. Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Was springt für mich raus? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Interessanter Plan. Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Hier ist der Hacker. Wenn er piept, hat er seinen Job erledigt. Ich habe ein Dossier über Vargas angelegt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen kurz was über seine Verhaltensmuster erzählen. Erzählen Sie mir, was Sie über Vargas wissen. Er hat keinerlei Geduld mit Leuten, die seine Zeit verschwenden. Ich wollte ihn mit Smalltalk ködern, aber er folgerte nur, dass ich nicht interessiert sei an den Diensten seiner Firma.
Mir ist aber eine Art Tick bei ihm aufgefallen. Wenn ihn ein Thema nervös macht oder wenn ihm etwas unangenehm ist, fängt er an, sich den Nacken zu reiben. Wenn Sie das sehen, sollten Sie das Thema vertiefen. Das könnte ihn so weit verwirren, dass er weiterredet. Erzählen Sie mir, was Sie über Vargas wissen. Er hat keinerlei Geduld mit Leuten, die seine Zeit verschwenden. Wenn Sie das sehen, sollten Sie das Thema vertiefen. Das könnte ihn so weit verwirren, dass er weiterredet. Ich gehe jetzt zu ihm. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Vargas, ich bin Commander Shepard, Inspector. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Rafael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Es ist bei uns üblich, bei der Verpflichtung, kleinere genetische Upgrades vorzunehmen. Und ich wurde beauftragt, mich zu erkundigen, was Binhex anzubieten hat. Ich dachte eigentlich, dass die Zitadelle alle ihre Verbesserungen von einer salarianischen Firma vornehmen lässt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero-basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 2015-Sicht und ein Gehör von 12 bis 22.000 Hertz. Wie würden Sie die Upgrades verabreichen? Retroviren zu spritzen würde ziemlich lange dauern. Es benötigt auch eine gewisse Zeit, einen Körper mit angepasster DNS zu behandeln. Hautzellen können innerhalb von 2 Wochen ersetzt werden, aber die Leber braucht über ein Jahr und das Skelett ein ganzes Jahrzehnt. Für Soldaten an der Front könnten wir den Prozess mit umfassenden Transfusionen und Injektionen zur Wachstumsstimulation beschleunigen. Es würde allerdings immer noch 6 Monate dauern, bevor man Ergebnisse sieht. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind. Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Ich wäre für jeden Tipp dankbar. Und es würde positiv auf Sie und Binhex zurückfallen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Natürlich spionieren wir unsere Mitbewerber nicht aus. Das wäre illegal. Hört sich an, als verlange meine Crew nach mir. Wir bleiben in Kontakt. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, mit der Zitadelle Geschäfte zu machen. Irgendwelche Ergebnisse? Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Nur 500? Okay. Ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Auf Wiedersehen, Spectre. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso morgen gerne aus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlte Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Nicht auflegen. Großer Bruder? Ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich
kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Zin-IQ. Der Manager Lori Keane. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Anschein hat das Problem geschossen. Sie haben dem Administrator mein Paket gegeben. Und? Was wollen Sie deswegen unternehmen? Ich bin nicht blöd. Ich hätte nichts zu gewinnen, wenn ich Sie jetzt angreifen würde. Aber Opold und ich, wir müssen uns unterhalten. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Ist es so ungewöhnlich, eine Matriarchin zu sehen? Sie verlassen nur selten den Asari-Raum. Da ist es überraschend, eine so hochgestellte Persönlichkeit zu sehen. Lady Benicia war ihrer Position entsprechend gekleidet. Eine Asari in Nadelstreifenanzug lässt unter den jüngeren Männern Gerede aufkommen, gewissermaßen. Jüngere Männer sind oft auf ungesunde Weise besessen von meiner Spezies. Sind bewaffnete Soldaten auf Noveria erlaubt? Ich weiß nicht, ob sie entwaffnet wurden. Biotikkräfte kann man natürlich nicht konfiszieren. Saren ist eine wichtige Person und somit auch Benicia. Er ist ein Investor, der seine Aktien verkaufen könnte, wenn man ihm was verweigert. Wissen Sie, warum Benicia hier ist? Sie behauptet, Sarens Assistentin zu sein und ein Projekt in Ordnung bringen zu müssen. Ich schätze, sie meinte Gipfel 15. Ich habe noch eine andere Frage. Menschen haben immer zu Fragen. Ich sollte mal ein Buch darüber schreiben, wenn ich Zeit dazu finde. Ich sollte Sie gehen lassen. Mich gehen lassen? Sie... In die Menschen eine Unterhaltung als eine Art Gefangenschaft? Das würde erklären, warum sich so wenige hinsetzen und reden. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Ich sollte Sie gehen lassen. Wenn Sie wollen... Ich widme mich derweil weiter der Bar. Was? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär.
Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Hanshan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Wie war das mit Syn-IQ? Den Gerüchten zufolge wurde Lorikin bestochen. Also ließ Anoleis das Büro von Syn-IQ schließen. Still und leise, damit kein Anwalt von draußen Wind davon bekommt. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Dinger! Ausschwärmen und das Gebiet sichern! Niemand kommt rein oder raus!
Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten.